Ein guter Morgen. Die angetrunkenen Leute an der Aral-Tankstelle hier hinter einem Wäldchen unterhalten sich so laut, dass man das bis in die Wohnsiedlung hier hören kann. Man hört deren Rülpsen und die treffen sich dort regelmäßig, ich würde sagen täglich. Und das scheint auch eine größere Gruppe zu sein. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. 5.28 Uhr. Ja, keine Ahnung. Also, ich finde es nicht so toll. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, wenn ich hier dann morgen in den Tag starte und das Ganze so vernehme. Die Straße würde mir reichen. Da drüben, vom Sound her. Da muss ich dann nicht noch da Gesabbel hören. Es hat hier eine kleine Designveränderung gegeben bei Wayfarer. Wir machen wieder weiter Prüfungen. Poor, fair, good, great. Keine Ahnung. Weiter konnte ich noch keine Veränderung feststellen. Wir sind bei 55 stehen geblieben. Ich habe heute einmal das Dorfgemeinschaftshaus aus Lohnau im Harz abgebildet. Diese Versammlungsorte sind immer ziemlich gut einzureichen. Das sind Treffpunkte. Hier finden sich auch häufig noch andere Dinge in unmittelbarer Nähe. Da muss man mal gucken, was sich hier so findet. Hier gibt es zum Beispiel eine Brücke, die ins Nichts führt, die möglicherweise auch Waypoint geeignet wäre. In solchen Situationen sollte man immer abwägen, welcher Waypoint gewichtiger ist und den einreichen, wenn es vom Abstand her Unterschiede machen könnte. In der Stelle da drüben gibt es noch eine Informationstafel und einen Wanderwegausgangspunkt. Gegenüber vom Dorfgemeinschaftshaus befindet sich eine Turnhalle. Hinter dem Gebäude gibt es einen Wanderweg mit einer Hinweistafel nochmal zusätzlich. Also da in dem Bereich gibt es sehr viele Wegpunkte, die man auch noch einreichen könnte. Bei dem Dorfgemeinschaftshaus in Lohnau finde ich gut, dass es inzwischen eine Möglichkeit gibt, für Rollstuhlfahrer hineinzugelangen. Das ist ganz neu installiert und das ist ein Fortschritt. Ich hätte eigentlich erwartet, dass man hier in dieser Stelle eine Rampe baut, die vielleicht einen kleinen Bogen macht bis zu der Ecke, wo die Informationstafel ist, weil da ja auch eine Mini-Sitzgruppe ist. Da ist eine Grünfläche mit Platz, wo man eine entsprechende Rampe hätte bauen können. Das wäre halt ganz gut gewesen, weil dieser Treppenlift, der kann und wird auch nur von Rollstuhlfahrern verwendet. Ein spezieller Schlüssel ist nötig. Da ich nicht in Lohnau wohne, weiß ich nicht, wer den verwaltet. Und eine Rampe hätte halt den Vorteil gehabt, dass die ständig zu verfügbar gewesen wäre. Es wäre für Kinder interessanter gewesen, weil die gerne sich auf diesen Rampen aufhalten. Die wären vom eigentlichen Parkplatz dann auch ferngehalten gewesen, weil da kann man dann was sich einen Ball runterrollen lassen oder ein kleines Matchbox-Auto oder irgendwie sowas in der Art. Und eine Rampe wäre auch für Mütter mit Kinderwagen besser gewesen. Rauf, runter, rauf, runter. Also, keine Ahnung, es ist ein Fortschritt, aber man hätte es baulich auch anders lösen können. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass das da ein bisschen vorangeht. Man kann da sehr viel in dieser Region eigentlich verbessern, wenn man sich engagieren möchte, vermute ich. Wir gehen mal wieder zurück zu Wayfarer und da steigen wir jetzt in die Prüfung ein. Wir sind bei 55 stehen geblieben. Ich muss hier mal ein bisschen eloquenter werden, so früh am Morgen. Ich bin da immer noch nicht ganz wach. Ich habe sogar noch Kaffee, weil ich ja immer nur ein bisschen Kaffee am Morgen trinke, um so einen Kickstart zu kriegen. Laune ist im Allgemeinen auch nicht die beste und dann muss man da versuchen, erstmal zu starten und hinterher trinke ich leckeren Tee. Und ich muss noch ein bisschen hier eloquenter werden bei diesen Prüfungen, damit das vielleicht auch ein bisschen ansprechender und interessanter wirkt. Wir gucken uns jetzt mal die Prüfungen an. Und hier haben wir einen Wayspot. Da sehen wir ein Steinchen, das in den Himmel ragt, hinter einer Mauer. Es sieht so aus, als ob das hinter einer Mauer ist. Und wir sehen erstmal ein dunkles Foto, unbearbeitet, einfach geknipst. Oben franzt das leicht aus. Da haben wir auf dem Stein angedeutete Kreuzchen, würde ich mal so sagen, ne?
Und da steht. Wir kämpften und starben für euch, seid unserer würdig. Und da sind Namen in die Steine eingemeißelt. Das ist ein, also da müssen wir jetzt mal gucken hier. Das ist. Einmal, wir kämpften und starben für euch, seid unserer würdig, Denkmal für die Gefallenen der beiden Weltkriege. Das kann man so und so verstehen, dieses Zitat auf dem Denkmal. Prinzipiell ist es ein sehr gutes Denkmal. Ich hätte das nicht zitiert, ich finde es schlecht, deswegen gibt es auch nur 2 Sterne, weil man diese Inschriften, da habe ich einige Denkmäler gefunden. Die Inschriften tragen die zu Kriegszeiten erstellt wurden. Und da kann man sich nicht immer sicher sein, ob die Leute, die diese Schriftzüge entworfen haben, frei formulieren konnten. Wir kämpften und starben für euch, seid unserer würdig, kann man unterschiedlich interpretieren. Das ist also von daher etwas, was zum Nachdenken anregt. Wenn man nicht frei reden kann, kann man so formulieren, damit mehrere Optionen gegeben sind. In unserer Zeit kann man sich frei äußern und einfach sagen, Krieg ist scheiße und nie wieder. Und deswegen hätte ich das nicht zitiert. Ich hätte das vielleicht in der Beschreibung geschrieben. Denkmal spricht für sich, niemals sollte vergessen werden, was damals geschah, und es sollte sich nie wiederholen. Der POI ist sicher erreichbar beim Brandherr des Wäldchens. Danke fürs Bewerten. Ich hätte das nicht zitiert. Ich hätte eine klare Aussage, das ist ein Mahnmal gegen Leid, Krieg und Gewalt und das darf sich nicht wiederholen. Also das, was hier unten in der Beschreibung steht, das hätte ich als Titel und in die Erläuterung geschrieben, damit die Mehrdeutigkeit, die wahrscheinlich beim Erstellen des Denkmals notwendig war, damit man es auch kritisch sehen kann, aufgehoben wird und klar ist, dass dieser POI ein Antikriegsdenkmal ist. Nur weil es gibt, und man könnte das ja auch so, wenn man geneigt ist, lesen, dass man da Dinge befürwortet und das tun wir nicht. Und deswegen hätte man das anders formulieren können, sollen, müssen. Deswegen gibt es da nur 2 Sternchen. Historische oder kulturelle Bedeutung ist es auf jeden Fall. Vielleicht kann ja ein Ingress-Spieler da mal hinlatschen und das vielleicht noch ein bisschen korrigieren. Sicherer Zugang dürfte gegeben sein. Und da sehen wir es auch. Aber wir verschieben das dann hier schön davor, damit man die vielen Namen wahrnimmt, wenn man den POI bespielt. Weil ich finde, gerade in ländlichen Regionen gibt es häufiger solche Mahnmale oder auch Tafeln, zum Teil in Kirchen selber. Und wenn man sich die vielen Namen anschaut, im Verhältnis zur damaligen Bevölkerungsdichte, dann kann man eine Katastrophe erahnen, aber auch nur, abgesehen von den menschlichen Schicksalen, die dann noch dabei spielen und die sicherlich nicht schön waren. Das Ganze ist ein Denkmal. Objekt. Und wir könnten hier, wenn ihr hustet, in die Armbeuge husten. Alltagsmaske nicht vergessen. Wenn man eine wiederverwendbare Maske hat, wie ich das habe, dann muss man die gelegentlich reinigen, abkochen vielleicht, bevor man die dann wiederverwendet. Abstand halten, halte ich für sehr wichtig. Und allgemeine Hygienemaßnahmen natürlich nicht vergessen, damit wir hier schön durch die Zeit kommen, den Winter überstehen. Und wir machen jetzt mal etwas, dass wir hier Google Maps aufrufen, weil wir hier
das sehr schön sehen können. Und dann können wir nämlich hier eine historische Sehenswürdigkeit eintragen, also einen fehlenden Ort hinzufügen. Wayfarer kann man auch benutzen, um Maps zu verbessern. Bei diesen Sachen schreibe ich gerne eine Formulierung der Kriegsgräberfürsorge dazu. Und die lautet: Den Toten zum Gedenken, den Lebenden zur Mahnung. Das bringt meiner Ansicht nach die ablehnende Haltung Krieg gegenüber besser zum Ausdruck. Und betont, der Anfangsteil betont sehr schön einfach, dass es da ziemliches Leid und menschliche Schicksale gegeben hat. Die Kategorie nehme ich dann immer historische Sehenswürdigkeit. Und bei Maps wie bei Wayfarer lohnt es sich immer, die Karte nochmal aufzurufen, um den Pöppel exakt zu positionieren. Das System erkennt dann dabei auf oder ruft das nochmal auf, der macht das ganz exakt. Dadurch ist das Ganze seriöser und kommt besser an. Also da fliegt man da nicht so schnell raus, wenn man da sehr intensiv arbeitet, was ja ein Problem sein kann in diesen Bereichen. Und wie gesagt, mit der Formulierung der Kriegsgräberfürsorge kommt einfach der Antikriegscharakter besser zur Geltung. Wir möchten jetzt bitte einfach dann weitermachen mit unserer Prüfung, damit wir hier das dann auch durchschicken. Was ist denn das hier da unten? Seht ihr das? Hier unten bei Absenden ist ein neuer Pöpsel zum Runterklappen. Ach so, und da kann man dann aufhören. Finish Reviewing. Okay. Nee, wir wollen einfach nur absenden und dann weitermachen. Wir wollen nicht Finish Reviewing. Jetzt habe ich meine tolle Kamera ausgeschaltet. Das war jetzt weniger clever, weil damit hier wenigstens ein bisschen noch so Gesabbel-Action zu sehen ist. Harzer Wandernadel, das ist kein POI. Wenn es nur der Katzensohlteich, Stempel, bla bla bla, dann ist das hier der POI, das hier ist ein POI und das hier ist ein POI. Das hier ist kein POI. Mit der Harzer Wandernadel hat man nichts zu tun. Wenn die eine Stempelstelle aufstellen, wo ein interessanter Punkt ist, dann ist das schön, aber das muss eigentlich noch nicht mal erwähnt werden, weil das zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Das ist was, das also machen sehr viele Leute, die im Harz unterwegs sind und hier digital POIs bespielen, zusätzlich. Das ist nochmal ein besonderer Anreiz, weil die Harzer Wandernadel ist eigentlich, also ist sehr cool. Und da gibt es so Anstecker und sowas und da machen Leute da so einen richtigen Sport und so einen richtigen Wettkampf aus. Ich kenne Leute, die wandern da halt auch mit ihren Kindern auf den entsprechenden Strecken, weil es da halt natürlich ein Angebot für, ich sag mal, alle Lebenslagen gibt. Harzer Wandernadel ist also hier sehr populär, ist aber was völlig anderes. Und dann muss man hier an diesem Punkt auch den POI einreichen, wenn dort einer ist, zufälligerweise. Und maximal kann man die Stempelstelle in der Beschreibung erwähnen. Das ist aber nicht nötig, weil die Leute das sehen. Ne? Also was natürlich sinnvoll sein kann, ist, wenn man die Harzer Wandernadel, so wie ich das tue, befürwortet und an dem Punkt dann halt einfach auch sagt, Leute, ihr könnt ja zusätzlich zum Digitalen noch einen weiteren Anreiz haben, draußen unterwegs zu sein und auch längere Strecken zurückzulegen, indem ihr das Angebot der Harzer Wandernadel zusätzlich wahrnehmt. Und dann ist vielleicht der Anreiz noch größer, auf längeren Strecken unterwegs zu sein. Ich übrigens, gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist, kann ein Mix zwischen Harzer Wandernadel, Kinder verstehen das mit der Harzer Wandernadel vielleicht nicht immer so hundertprozentig, aber die sehen, wenn es auf dem Display blinkt. Und dann kann man die Kinder möglicherweise über das Digitale
ein bisschen motivieren und an die Harzer Wandernadel und die entsprechenden Abzeichen heranführen, sodass es zu einem späteren Zeitpunkt kommt, dazu kommt, dass die Kinder dann halt sehen, oh, ich habe jetzt hier diese bestimmten Staaten erreicht bei der Harzer Wandernadel. Das ist ja ganz nebenbei passiert, das ist ja schön. Und dass sie da dann halt auch einen Anreiz haben, in dem Bereich weiterzumachen. Der Stempelkasten ist kein POI. Das ist nun mal so. Und wer da sagt, wir möchten das erwähnen, dann höchstens in der Beschreibung. Steuerkasten. Stempelkasten ist kein POI. Rumsi-Bums, schicken wir das mal schön ab. Und es gibt viel mehr Stops, also Pokestops und Portale, als es Stationen von der Harzer Wandernadel gibt. Das Ganze ist dann halt auch noch gerade für jüngere Menschen halt reizvoll, wenn man dann auf einer Strecke, wo man dann halt quasi einen Stempel abgreift, mehrere Stops oder Portale zu bespielen hat, weil man dann diese Strecke ein bisschen aufteilt in kleinere Abschnitte. Das ist dann ja auch immer noch mal so ein kurzer Halt von einer Minute oder so, wenn man das bespielt, je nachdem, ob man mit Glyphen hackt oder nicht. Und da kann man dann schauen, dass man da diese Sachen sinnvoll miteinander kombiniert. Das schließt sich ja nicht aus. Ich denke nicht, dass es da ein Konkurrenzverhältnis gibt in dem Bereich. Hier ist es einfach nur, ich stehe auf dem Parkplatz und drehe mich in eine andere Seite, um den Platz zu zeigen. Das machen wir so, so, so. Das lassen wir mal, weil das hier markiert dann auf dem Scanner so ein bisschen den Startpunkt und stellt einen Wanderweg dar. Da sehen wir den Platz auch. Da ist das Dings. Machen wir 4 Sterne, weil wir das Schild selber nicht sehen. Und das ist ein Wanderweg-Ausgangspunkt. Und gehen hier auf Absenden. Also es hat leichte Designveränderungen bei Wayfarer gegeben. Aber nicht so schwerwiegend, wie das ursprünglich mal angekündigt worden ist. Nendavlogs hatte dazu ein Video gemacht. Da kann man mal gucken. Hier sind Spiegel, Zerrspiegel, das ist ein Kunstobjekt. Besondere Spiegel. Diese besonderen Spiegel verzerren das Bild des Betrachters und lassen ihn breiter und größer und womöglich auch schöner erscheinen. Sie sind ein Teil eines öffentlichen Straßenspielplatzes und wurden im Rahmen eines Stadtmodernisierungsprojektes errichtet. Sowas kann ja sehr reizvoll sein, wenn man eine Stelle erstellen möchte für Touristen, für Selfies. Also es ist so, wird zwar immer hier Selfie da, bla bla bla, die Leute labern rum. Im Endeffekt ist es so, es machen unglaublich viele Leute, die haben da einfach Spaß dran. Und dementsprechend sollte man da vielleicht was zur Verfügung stellen. Ich habe sowas in einem Restaurant zum Beispiel gesehen, da steht so eine spezielle Garnitur, wo man so Selfies machen kann, wenn man da ist. Und das wäre ja auch schön blöd, wenn der Wirt das nicht machen würde, weil jedes Mal, wenn einer so ein Bild rausballert von ihm aus dem Lokal, also das sieht da wirklich toll aus und man erkennt auch, dass da Materialien und Dinge aufgestellt sind, die auf Fotos gut wirken. Also die verführen dann auch so ein bisschen dazu, da so ein bisschen Selfie-mäßig rumzualbern. Dann ist das jedes Mal Werbung für den Laden. Und das ist bei einer Stadt natürlich genau dasselbe. Und so eine Spiegelaktion könnte da eventuell etwas sein, oder wenn man etwas durch ein geschliffenes Glas so betrachtet und es zu Verzerrungen kommt, könnte das auch was sein, was Leute dann anregt, Fotos zu machen. Also das ist jetzt nur so ein Gedanke, den ich spontan habe. Das ist also keine schlechte Idee. Das sieht also eigentlich ganz cool aus. Und das bringt sicherlich etwas für das Stadtbild. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wir haben hier schon ein POI in unmittelbarer Nähe. Uiuiui. Ich höre übrigens auch noch immer diese Leute von da drüben. Was ist denn da für ein POI, der da Spielplatz in der Kernstadt, der steht bei den Spiegeln. Das wäre eine, na, schade eigentlich. Ich hätte es nicht so gerne als Doublette, weil
Es gehört aber wahrscheinlich zu dem Spielplatz. Ne? Man sieht hier die Spiegel auch im Hintergrund. Weil ich glaube, das mit den Spiegeln ist so ein bisschen eine, zwar auch spielerische Erfahrung, hier wäre auch noch eine Wasserpumpe gewesen, spielerische Erfahrung von Optik und so, aber das ist, glaube ich, hat nochmal eine andere Funktion, Kunstfunktion. Aber es ist eine Doublette zu dem Spielplatz. Wie gesagt, so eine Einrichtung ist sehr sinnvoll, wenn man da irgendwie. Man kann es inzwischen das hier mit einem Finger verschieben, das ist ja großzügig. Kann man es auch wieder einklappen jetzt? Nee, aber es wird dann nochmal zentriert, wenn man nochmal draufklickt. Und kann man hier auch mit einem Finger verschieben? Oh, das haben sie aber ganz toll gemacht. Das ist noch eine Veränderung, die wir feststellen können. Das ist eine Erleichterung. Wir müssen hier aber als Duplikat markieren. Sorry, die Spiegel wären ansonsten ultra cool gewesen. Hier haben wir ein kleines Auto in einer Einfahrt. Ach, ich hätte eben gerade noch mal gucken können, ob wir da noch ein weiteres Denkmal hätten einreichen können. Aber diese Google Local Guide Geschichte, die macht man so nebenbei. Das plätschert so vor sich hin. Da kann man also durch die Hose atmen bei diesen Geschichten, um da unterwegs zu sein. Das sehen wir noch nicht mal, wo das sein soll hier, ehrlich gesagt. Wir sehen da verschiedene Garagen, die stehen aber alle anders. Da ist keine solche Einfahrt. Da ist eine Einfahrt, das sind zwei Einfahrten. Okay, Red Car Mural soll das sein. Das könnte höchstens hier runter sein, in dem Bereich. Da. Dann ist der Pöppel falsch platziert. Das kann sogar wahrscheinlich dort sein, weil die Färbung der Pflasterung sich abwechselt hier auch davor. Red Car Mural. Ich muss allerdings dazu sagen, diese Red Car Mural, wir gucken uns mal hier diese Portaldichte an, die sich dort befindet. Da ist relativ viel los in dem Ort. Dazwischen ist allerdings eine Lücke. Solche Zwischenportale sind immer ganz angenehm, wenn man von einer Portaldichte zur nächsten Wanderung geht. Ich mache 2 Sterne, ich lehne es nicht ab. Weil man könnte sagen, kein POI irgendwie so, aber es ist spieltechnisch vertretbar, würde ich sagen. Dann machen wir das und dann machen wir Zeichnung. Absenden, um hier unterwegs zu sein. Ah ja. Uiuiui. Mensch, da hat es ja doch ein paar sehr sinnvolle Veränderungen gegeben. Das mit dem zweimal klicken und einklappen fände ich noch toll, aber wie sollen Sie das erfahren, die Macher von Niantic, wenn ich das nur in meinem stupiden Video erwähne? Das müsste man auf anderem Wege vorschlagen. Sporthalle Heiligenrode, stimmt, eine Sporthalle. Das ist auch eine. Das ist natürlich ein Waypoint. Ich bin gestern an einer vorbeigelaufen und habe ein Basketballfeld und ein Volleyballfeld, wo ich mir zunächst nicht ganz sicher war, ob man die einreichen kann, aber dann habe ich Schilder gefunden, dass diese Sportgeräte und Sportplätze der Öffentlichkeit gewidmet sind, weil da ist auch ein Schulgebäude in der Nähe, aber da überwiegt dann halt der öffentliche Charakter. Dann habe ich die eingereicht und die Sporthalle, wo ich weiß, dass Vereine trainieren und auch Musiker, die habe ich nicht eingereicht. Da bin ich dann lalalalilala einfach so vorbeigelatscht und habe dann gesagt, ja super, Ast rein. Und ich habe, glaube ich, auch den Bolzplatz da nicht eingereicht, weil ich nicht auf das Gelände drauf wollte. Weil irgendwie hatte ich da, war kalt, hat geregnet und durch den nassen Rasen latschen hatte ich dann auch keinen Bock. Ach herrje, das hätte man natürlich einreichen können. Historische oder kulturelle Bedeutung. Das ist dann, ja, genau. Aber das kannst du machen, weil die wird sowieso immer häufig von ganz vielen. Es gibt immer so eine Mehrzwecknutzung dabei. Wir können sie sehen. Gehen ja auf Absenden. Das muss man immer so ein bisschen verhältnismäßig betrachten bei diesen ganzen Geschichten. Hier sehen wir einen Pipan, der schon so ein bisschen älter ist. Mit einer Bank und da sind auch Stufen dabei. Eine steinerne Eule. Die steinerne Eule wacht über diesen Ort, treibt jeden bösen Geist hinfort. Als weise und gerecht ist sie bekannt, nutzt keine Gewalt, sondern den Verstand. Bist du wohlgesonnen,
So setze dich nieder neben dem schützenden Vogelgefieder. Rums die Bums. Stiller Ort, der umzäunt ist und eine Sitzbank bietet, frei zugänglich über einen Eingang und jederzeit betretbar. Kleine Attraktion eines ebenso kleinen Dorfes. Die Züge der Eule sind leider nicht mehr gut zu erkennen. Ich habe es schon erkennen können. Ich finde, dass dieses Gedicht ausgesprochen schön ist. Ist halt eine eigene Interpretation, aber da hast du hier völlige künstlerische Freiheit, wenn du das da so machen willst. Das ist halt genauso bei dem Denkmal, könnte man natürlich auch sagen, man sollte es zitieren, um die Veränderungen oder um die Umstände der Zeit dadurch zu dokumentieren. Das müsste allerdings dann ebenfalls in der Beschreibung erwähnt werden und ich weiß nicht, ob der Text dazu ausreicht, der Platz dazu ausreicht. Deswegen hätte ich das nicht so formuliert da bei dieser einen Geschichte. Historische oder kulturelle Bedeutung, Peng, Peng, Peng. Und jetzt gucken wir. Hoffentlich ist er da. Leider kein 360. Warum macht er nie 360 Grad Fotos? Das ist so schnell erledigt. Das würde die Leute total freuen. Jetzt müssen wir hier 3 Sterne geben. Aber wir gucken noch mal, was wir im Hintergrund des Bildes sehen. Wir sehen hier Gebäude. Also wir sehen tatsächlich einen Platz. Da hinten geht eine Straße rum. Quergebäude. Wir machen das groß. Um da richtig zu gucken. Baut hier etwas nicht ganz so schnell auf. 2 parallel stehende Gebäude. Da geht eine Straße rein. Wir sehen leider kein Straßenschild bei diesem Foto. Da sehen wir Gerümpel. Und ein Haus, selbe Bauart. Und hier vorne hast du eine abgeknickte Knick, Knack, Knuck. Weg. Geh weg, Bild. Geh weg, Bild. Ich will jetzt hier. Na, haben wir da gesehen? Da sehen wir die Eule. Da sehen wir nur die Eule. Da sehen wir nur die Eule. Hier sehen wir Gebäude, Gebäude, Gebäude. Sehen wir nicht. Andere Seite. Da ist ein. Ja, wo soll das denn sein? Das könnte höchstens hier runter fotografiert sein. Dann steht das Auto nämlich an dem Gebäude. Könnte auch da lang sein. Ah, gehen wir 4. Wir nennen das Ganze Skulptur. Ist übrigens sehr schön gesehen als Wegpunkt. Also wirklich super. Sehr, sehr genial. Deswegen. Ich trottel, ich wollte doch wieder bei Maps, aber können wir weglassen. Der Schützenkönig 1967. Schützenscheiben sind hier auf einem privaten Grundstück. Die lehne ich ab, diese Schützenscheiben. Man kann natürlich sagen, die sind so ähnlich wie eine gewidmete Bank oder sowas, ein persönliches Denkmal. Während ich die Sportlerheime, also so ein Schützenheim, wo die da gefeiert wird, was mache ich denn da? Annehme als Sportverein, das Schützenwesen in Deutschland ist UNESCO-Weltkulturerbe, lehne ich diese Scheiben, wenn es geht, ab. Weil hier kann man sehr schön sagen, privates Wohngelände, kommst du nicht hin, sonst irgendwas. Das hat auch damit zu tun, geistig arme Personen könnten auf die Idee kommen, oh, da hängt eine Schützenscheibe und die wissen nicht, dass man die sich auch einfach so besorgen kann, um die an die Wand zu hängen, um so ein bisschen für Folklore zu sorgen. Und da kommen die dann auf die Idee, in diesem Gebäude muss es Waffen geben. Und wenn diese unterbelichteten Personen dann auch noch auf die Idee kommen, dass sie vielleicht kriminell werden möchten, dann könnten sie auf die Idee kommen, sich dort Waffen für kriminelle Handlungen zu besorgen. Deswegen Schützenheime, wo da so gefeiert wird, ja. Aber diese Schützenscheiben, die lasse ich zumindest weg. Und hier sieht man auch sehr schön, dass der Grund privates Wohngelände mir dabei hilft, die abzulehnen. Andere Ansicht gerne vertretbar. Das kann man, halten wir die Leute vom Dach.
Wir wissen ja, dass es immer mehrere Leute gibt, die sich die Vorschläge anschauen. Und bei den, da gibt es dann eine Vielzahl von Meinungen, Leute, die Dinge annehmen, Leute, die Dinge ablehnen. Und erst diese Melange an unterschiedlichen Ansichten, was dann überwiegt, sorgt dann dafür, ob ein Wegpunkt zur Entstehung gelangt oder eben nicht. Deswegen kann man einzelne Prüfer da auch nicht, ja, als verantwortlich bezeichnen. Man kann seine Meinung zu bestimmten Wegpunkten natürlich gerne äußern und auch andere Ansichten vertreten. Also muss man immer ganz locker bleiben, weil man genau weiß, es gibt noch eine Vielzahl von anderen Leuten, die sich das angucken. Und wenn jeder da seine Meinung kundtut, dann ist es nicht schlimm, wenn es da Abweichende gibt, weil es kommt so ein bisschen so die Masse durch. Und da kann es also sehr gut sein, dass ich diese Scheibe abgelehnt habe. Wir haben allerdings bei den anderen Waypoints am Ort gesehen, dass Schützenscheiben schon angenommen worden sind. Und vielleicht ist das ja auch der Fall dann. Das wissen wir nicht. Hier haben wir einen Brunnen, verschiedene Scheunen. Machen wir so. Das ist auch tatsächlich ein Brunnen, weil der ist so komisch konstruiert. Ne? Kann das sein? Der steht. Oder. Ja, lassen wir so. Gucken wir mal, kann der da sein? Das kann auch ein Friedhofsbrunnen sein. Wo soll der da stehen? Wo soll der da stehen? Also wie so eine Pferdetränke sieht er nicht aus. Da ist ein gepflasterter Bereich davor. Was ist denn da drin? Da ist ein gepflasterter Bereich davor. Dahinter geht's in die Butnik. Buh. Und natürlich wieder kein Street View. Ne, kann ich nicht verorten. Kann ich nicht verorten, das Teil. Deswegen machen wir das mal nicht. Hier. Haben wir ein Mindesthaltbarkeitsdatum für ein Gebäude? Diese Anno-Bezeichnungen an den Gebäuden, die sollen halt das Alter angeben, damit zukünftige Generationen oder Menschen, die das erwerben, abschätzen können, wie haltbar denn möglicherweise organische Baumaterialien in dem Gebäude sind, um festzustellen, kann da noch eine Generation drin wohnen oder sollte man das besser warm abreißen. Und vor dem Hintergrund sollte man sich halt überlegen, ob so etwas generell zu einem Waypoint werden kann. Wir gucken uns aber hier die Region an und stellen fest, es ist jetzt nicht so üppig mit Wegpunkten vielleicht. Man sieht den Wegpunkt leider nicht nochmal auf dem Beweisfoto. Wir sehen, dass das eine Gebäude eine Ziegelwand hat. Mehr Informationen stehen uns hier nicht zur Verfügung und wir sehen hier auch nur oben den Giebel. Ist nicht schlecht fotografiert, aber beim Beweisfoto hätte ich mir mehr gewünscht. Gedenkstein WW2 ist auch nicht kein guter Titel. Das ist so ein bisschen, hat Anklänge von einem Computerspiel. Also das. Also das Gebäude, das obere Gebäude ist es nicht. Wenn, dann wäre es unten diese Geschichte, wo dann so ein Hof ist. Man könnte es von da betrachten. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Was sollte das denn sein? Ja, es ist eine ländliche Region. So ein Mindesthaltbarkeitsdatum ist ansonsten vielleicht eher was, wo man sagen würde. Also es gibt manchmal Wegpunkte, die ich in ländlichen Regionen, wo keine hohe Waypoint-Dichte besteht, annehme, die ich in einem urbanen Bereich ablehne.
Das hängt auch damit zusammen, dass man dann halt einfach sagt, dass es da auch eine bespielbare Oberfläche geben soll. Und ich finde, dass es aber eigentlich auch ein sehr schöner Waypoint ist an die Eheleute Küker, weil die sich damit natürlich da auch selber so ein bisschen, als sie da ihr Nest gebaut haben, dann halt auch vielleicht so einen, ja. Das finde ich halt auch, kann man ja auch ein bisschen so Familie unter dem Gesichtspunkt der Familie betrachten. Und wir betrachten jetzt erstmal WW2 Gedenkpöpsel in der Nähe der Kirche an der Schmiedestraße. Das ist ziemlich wuchtig. Die haben wahrscheinlich eine große Oberfläche benötigt für die Dinge, die da angegeben werden sollen. Und deswegen gucken wir mal, ob wir sowas hier finden können. Das ist nicht die Kirche. Wo habt ihr sie denn? Wo habt ihr sie denn? Wo habt ihr sie denn? Die müsste dann hier sein. Hier ist die Kirche. Und hier sehen wir es auch. Deswegen können wir an der Schmiedestraße auch nochmal dann zum Maps wechseln und dort das Mahnmal einreichen, damit das auf Maps hoffentlich auftaucht. Den Toten zum Gedenken, den Lebenden zur Mahnung. Ausrufezeichen. Dann machen wir historische Sehenswürdigkeit. Platzieren das exakt. Schicken das natürlich dann los und machen dann hier ganz fein einmal. Wir haben einen Ort, der ähnelt. Das ist vielleicht auch mal eine Geschichte. Wir gucken mal, wo der jetzt ist. Das ist eine andere Geschichte. Das wollten wir nicht hier mehr zurück. Wir sagen dann trotzdem, ich weiß es nicht. Ich sollte vielleicht auch mal. Ich werde bis zur nächsten Bewertung mal meine Methode mit dem Wahlspruch der Kriegsgräberfürsorge überdenken, weil wenn regional unterschiedliche Titel auftauchen, ist das für Maps interessanter. Und da könnte man sich vielleicht eine Vielzahl von Formulierungen überlegen. Jetzt gehen wir auf trotzdem senden, damit wir also einmal bis zum nächsten Mal mache ich mir da ein paar Gedanken drum. Und wir werden dann aber zusehen, dass wir das weitermachen mit den Einreichungen der historischen Sehenswürdigkeiten. Möglicherweise aber auch andere Titel uns überlegen. Nie wieder Krieg, Nein zu Gewalt. Hier sagen wir dann Tschüssi, du kommst hierher. Dich wollten wir abschicken. Und wir wollten dann mal hier zu 38 wuseln. Anglerhütte. Ist das ein Vereinsgebäude? Mit Fischbrötchenverkauf. Yes. Okay, gucken wir mal. Also da ist eine Hütte, da ist auch ein See, da wird bestimmt geangelt. Da ist eine Hütte. Wir können aber das Fischschild nicht selbst sehen. Sicherer Zugang dürfte gegeben sein. Optisch kriegst du 4. Historische oder kulturelle Bedeutung: Fischbrötchen. Wir denken nur an das berühmte Bismarckbrötchen. Deswegen hat das eine große kulturelle Bedeutung. Und wir sagen hier: Ja, was haben wir denn da? Wir haben da an einer Anglerhütte, an einem See. Ach, so eine Hütte ist ein öffentlicher Platz. Yes. Fischbrötchen sind sehr gesund. Leben auf der Streuobstwiese. Jo, gemeint ist das Leben auf der Streuobstwiese, nicht, dass dort irgendjemand lebt, nur unter dem Blätterdach der Bäume, wo es dann irgendwann durchregnet. Leben auf der Streuobstwiese, das ist festgenagelt und festgeschraubt. Das ist ganz fein gemacht, sehr schön.
auch bei ganz wundervollem Wetter aufgenommen. Scheint eine sehr schöne Gegend zu sein. Verkehrsgeschützter Bereich, das sieht doch super aus. Hier, guckt euch das an. Da. Und deswegen gucken wir dann mal hier gemütlich weiter. Da steht wieder eine Schützenscheibe. Es gibt offensichtlich eine Vielzahl von Leuten, die die Schützenscheiben annehmen. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu ängstlich, dass ich dann halt sage, wir wollen nicht, dass da irgendjemand einsteigt. Der Böses im Schilde führt. Auf der anderen Seite sagen eine ganze Menge Leute, ja gut, du brauchst nur durch eine ländliche Region mit dem Auto oder mit dem Fahrrad fahren. Dann siehst du die Scheiben an der Hauswand und weißt, wo du dann die Scheibe einschlägst und reinkletterst und guckst, dass da jemand steht mit einer Knarre, der dir dann eine verpasst. So, dann gucken wir mal hier, was es gibt. Das ist auch eine Streuobstwiese. Machen wir 4. Sicherer Zugang, optisch einzigartig, kulturell wertvoll. Haben wir da oben schon Sterne verteilt. Wunderbar. Das Ganze ist Wissenschaft. Yes. 40 Minuten haben wir jetzt schon. Und aus dem Grund. Ach so, ich hätte ja mal. Und das Ding ist, weil man macht dann nämlich immer weiter mit diesen Sachen. Thüringenhausen. Das ist sicherlich ein sehr schönes Wappen. Warum wird das nicht besser fotografiert? Warum? Und da sieht man auch nur einmal zur Seite gedreht und das Portal nicht nochmal mit ab. Nach einem Kampfplatz zum Ausruhen. Ja, für das Pokémon, das setzt sich dann dahin und sagt dann, oh, schön, dass es hier so eine Holzbank gibt. Alles klar. Jo. Rumsdi-Bums, historische oder kulturelle Bedeutung. Bam, bam, bam. Und gucken wir mal, kann das da sein? Ja, das ist da möglicherweise. Man sieht ja diesen Vorsprung. Warum zur verdammten Hölle habt ihr das so schlecht fotografiert? Und da hast du einen alten Mühlstein. Der ist wohl bei dem Platz, wo man dann sagt, ja. Ist ein bisschen schwer abzuwägen, was man hätte einreichen sollen. Mühlstein halt auch mit als öffentlicher Platz zu dem zu der Bank, die da existiert, oder das Wappen dann, was man da unter dem Ding sieht, welches man definitiv anders und besser hätte fotografieren können. Hier sind Pöppelchen. Das mit dem Ding sieht ganz gut aus. Also, das hier ist ein schlechtes Foto. Der Titel ist nicht so smart gewählt. Also normalerweise würde ich sagen, reicht das nochmal ein. Also historische oder kulturelle Bedeutung. Optisch einzigartig. Zugang dürfte sicher und gegeben sein. Und es ist möglicherweise da. Es ist wahrscheinlich da, ehrlich gesagt, nach der Dachkonstruktion. Das wäre dann ein Wandbild. Aber keine Ehre gesammelt bei dieser Einreichung. Von der Technik der Einreichung her. Hier probieren wir jetzt diesen Button Submit and Finish Reviewing. Geht das dann? Hört das dann auf oder was passiert jetzt? Oh, da kommt man wieder auf die Startseite. Das hilft einem vielleicht so ein ganz klein bisschen, wenn man dann unterwegs gewesen ist, um dann aufzuhören, weil wenn die nächste Bewertung aufpoppt, dann denkt man immer, ah, die eine noch. Oh, die eine, die mache ich auch noch, die geht ja ganz einfach so. Wo haben wir denn gestartet? Bei 5 und 5. Oh, ich habe ja heute echt extrem wenig gemacht. Mal bei 68, wir machen noch 2, dann wird der Film ein bisschen länger. Dann sind wir immer noch nicht so weit. Maibäume sind super. Wappenmast zu Gommern. Rums, rums, rums mit den Ortteilen. Da ist auch ein öffentlicher Platz dabei. Sieht sehr gut aus. Achso, wir hätten eben gerade schon wieder was einreichen können. Das steht hier nicht im Vordergrund. Wir machen dann mal hier. Hier haben wir noch ein Friedensdenkmal. Das interessiert mich natürlich. Am Platz des Friedens. Was steht denn da drauf? Den Toten zum Gedenken, den Lebenden zur Mahnung. 54 Millionen Tote, Männer, Frauen und Kinder des Zweiten Weltkriegs klagen an. Ich mag. Ui, es ist mein Bild eingefroren. Ich finde den gut, den Spruch. Wir machen hier das Bild wieder dazu, weil wir hier ja offensichtlich ein bisschen. Ups.
historische oder kulturelle Bedeutung des des Wappenmasts. Das wollen wir jetzt dabei haben. Das ist ja ganz informativ, ist optisch einzigartig, dient auch als Orientierungspunkt, wenn man da zeigt. Gucken Sie mal, hinter den Bäumen oder hinter den Dächern können Sie den Masten schon sehen. Gehen Sie in diese Richtung, zweite links sind Sie da. Toller Riesenplatz, sieht gut aus, sehr schön. Sehen wir den Schatten? Ja, wir sehen den Schatten von dem Masten. Dann machen wir hier eine Installation. Ein Kunstwerk, gehen hier auf Absenden. Wir wollten zwei machen, haben wir gesagt. Ne? Ja, genau, zwei, um dann da auf. Ja, eine Mauer ist nicht immer unbedingt sofort eine alte Mauer. Ja, und das ist kein Waypoint. Keine Erläuterung. Kein POI. Dann gehen wir hier auf Absenden. Und hier fehlt eigentlich dann noch dieser Button, wo man bei, wenn man was ablehnt als letztes, sagen könnte, ich beende jetzt die Bewertung. Oder soll gezeigt werden, naja, weg. Wir haben ja Spielplatz, geht ja ganz einfach und geht ganz schnell, da noch schnell was hinzubasteln, dass wir hier dann eine Doublette haben oder was. Bei Doublette kann man das also auch nicht machen. Da müssen wir mal gucken. Wir sehen hier nämlich einen Spielplatz. Jetzt gucken wir mal, ob das derselbige ist. Und es ist derselbige Spielplatz. Das heißt, wenn man hier die Doublette hat, kann man die Prüfung auch nicht beenden. Das ist noch was man da eventuell verändern müsste, damit das funktioniert. Ach, eine Kirche. Eine Kirche ist ja unproblematisch. Das ist also Friedhofskapelle. Ja, Friedhofskapellen sind wiederum problematisch, muss man sagen. Weil wir dabei dann nämlich sagen müssen, dass da auch so ein bisschen die Smartness der Spieler gefragt ist. Deswegen ist er wahrscheinlich auch da vorne. Damit man nicht immer so nah herantritt und zufällig bei einer Beerdigung die Menschen bei Trauerarbeit stört. Und muss man als Spieler Fingerspitzengefühl haben. Ne? Manchmal, man muss nicht immer irgendwie alle Portale dann so bespielen. Jetzt machen wir wieder Submit and Finishing und hast du nicht gesehen und schlag mich tot. Wir gucken ganz kurz, wo wir stehen geblieben sind, bei 72. Wir haben bei 75, wir machen noch 3. Wird der Film heute ein bisschen länger. Es macht ja auch Spaß. Oh, ein Spielplatz. Zack. Ich glaube, diese Spielplatzgeschichte für Kinder auf Fußballspielen verboten, Hunde sind fernzuhalten. Diese Schilder sind sehr gut, wenn man die in das Beweisfoto mit reinbringt. Ganz toll. Dafür gibt es ein Sternchen, weil man dadurch nämlich ganz klar sagt, das ist ein öffentlicher Spielplatz. Das macht da Freude, das so zu haben. Da gibt es noch eine Sonne oben drauf, weil das so schön ist. Hier, ich muss ein bisschen mehr auf diesem Bildschirm rummalen insgesamt. Also wirklich sehr schön fotografiert, sehr schöne Einreichung. Da hat sich jetzt jemand mit Ehre bekleckert. Also wirklich gut. Historische oder kulturelle Bedeutung. Hier muss man dann halt sagen, es ist halt Spielplatz. Ne? Und da können wir ihn sogar sehen. Worum handelt es sich? Optional. Spielplatz, Örtlichkeit. So, und jetzt können wir nochmal überlegen, wenn wir schon am Zeitverschwenden sind, ob wir da das Kriegerdenkmal ist halt echt schlecht von der Formulierung her. Da könnte man sich was Besseres überlegen von der Titulierung, vom Titel her, das kommt nicht so toll. Das wäre da unten. Rutsch mal. Das kann man nicht verorten, das Kriegerdenkmal, deswegen tragen wir das nicht ein. Und gehen hier auf Absenden. Und jetzt gucken wir, dass wir hier eine Bank an einem Weg finden. Päuschen am C4, Wanderweg C4, das soll ein Rastplatz sein. Das ist aber einfach nur eine Bank dabei, das ist ein bisschen schwierig. Die Bank ist leider zum Weg gewandt, ansonsten hätten wir, also hätte sich aufgedrängt zu prüfen, ob es ein Aussichtspunkt ist. Ist keiner konkreten Person gewidmet.
Ist schwierig, erfüllt die Kriterien nicht. Nur eine Bank. Weil Gedächtnisbänke konkrete Personen gewidmet. Und sonst wäre eine weitere Funktion sehr, sehr wünschenswert. Also, dass man so eine Art Charakter öffentlicher Platz annehmen kann. Da kann man nur sagen, kann nicht überprüft werden, die Angabe von wegen Backstube. Also das funktioniert nicht. Schützenscheibe. 75. Muss ich nicht ablehnen können, dann andere entscheiden. Ich neige dazu, die abzulehnen. Weil Niantic, ich nehme schon die Sportvereine an, weil das Schützenwesen halt UNESCO-Weltkulturerbe ist in Deutschland. Aber die Schützenscheiben lehne ich aus Sicherheitsgründen ab. Und ich denke, dass dieser Gedanke mit den Schützenscheiben, hier geht's Licht aus, Niederschlag findet in der Idee von Niantic, dass da in dem Original Terms of Service steht, keine Shooting Range, also keine Schießplätze, was spezifisch für die USA zu betrachten ist, meiner Ansicht nach. Ich lege das halt so europäisch-deutsch aus. Diese einschränkende, also diese Grundregel, wende die dann aber auf diese Schießscheiben wieder an, wegen der Sicherheitsbedenken, die Niantic da generell äußert. Ne? Weil es in der Vergangenheit schon mal Vorkommnisse gegeben hat. Wer Aktenzeichen XY schaut, was ich nicht tue, der weiß das. So, jetzt würde ich mal so sagen, wir beenden dieses tolle Video. Ihr schaut das ja immer alle ganz gerne bis zum Ende. Deswegen bitte hinterlasst mir doch einen Kommentar mit dem Hashtag Wayfinder. Reicht fleißig ein. Beantragt aber auch die Löschung von Waypoints. Das ist wichtig zur Pflege der Spieloberfläche. Ich wünsche uns allen ganz, ganz viel Erfolg und dass wir schön durch den Winter und diese Zeit kommen.